Sehe so. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bündnis 90 Die Grünen möchten mit dem Gesetzentwurf erreichen, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden können. Es wird richtigerweise ausgeführt, dass derzeit keine Möglichkeit zur rechtlichen Überprüfung besteht, auch wenn im Falle einer Nichtbeteiligung des Bundestages natürlich ein Organstreitverfahren möglich und häufig genug auch schon angewandt worden ist. Um es vorweg zu sagen, für mich, vor allen Dingen aber auch für meine Fraktion, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Soldatinnen und Soldaten in einen Einsatz entsenden, der mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Nun wirft uns die Opposition vor, dass einige Einsätze verfassungswidrig seien. Ich möchte das nachdrücklich zurückweisen. Zwar sehe ich zum Beispiel in Bezug auf unseren Einsatz im Nordirak die vom Auswärtigen Amt ins Spiel gebrachte Rechtsgrundlage Artikel 24 Absatz 2 unseres Grundgesetzes kritisch, weil ein formeller UN-Sicherheitsratsbeschluss, der eigentlich vorhanden sein müsste, tatsächlich fehlt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Einsatz rechtswidrig wäre. Artikel 87a, der auf Verteidigung abstellt, ist in den Augen fast aller Experten, übrigens auch aus den Augen unseres wissenschaftlichen Dienstes dieses Hauses, eine tragfähige Rechtsgrundlage. Sie hätte im Übrigen gegenüber 24 Absatz 2 unseres Grundgesetzes den Vorteil, dass wir nicht mehr, wie im Sicherheitsrat jetzt notwendig, auf das Wohlwollen von Russland oder China angewiesen wären, um unsere Bundeswehr in den Einsatz schicken zu können. Ich halte diese Unabhängigkeit für einen souveränen Staat eigentlich für eine Selbstverständlichkeit. Meine Damen und Herren, anders als in fast allen anderen Staaten dieser Welt entscheidet bei uns der gesamte Deutsche Bundestag über die Frage, ob die Bundeswehr in den Einsatz geschickt wird oder nicht, und nicht, wie fast überall sonst, ein einzelner Premierminister oder Staatschef. Und über Artikel 20 unseres Grundgesetzes steht drin, dass wir alle als Gesetzgeber an unser Grundgesetz gebunden sind. Wir müssen uns also, wenn wir über ein Grundgesetz, über einen Bundeswehreinsatz entscheiden, uns jedes Mal die Frage kritisch stellen, ob er denn nun verfassungsgemäß ist oder nicht, sonst dürften wir ihm ja gar nicht zustimmen. Dem misstrauen Bündnis 90 Die Grünen ganz offensichtlich, und daher gibt es jetzt diesen Gesetzentwurf. Wir werden diesen Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, aus vier Gründen ablehnen. Erstens. Es gibt kein Oppositionsrecht, nach Karlsruhe gehen zu können. Wir sind Ihnen gleich zu Beginn dieser Wahlperiode schon bei der Anwendung von Minderheitenrechten weit entgegengekommen. Zweitens. Der Gesetzentwurf ist handwerklich schlecht. Sie möchten de facto, hören Sie doch erst mal zu, Sie möchten de facto, dass drei Viertel aller Abgeordneten der Oppositionsfraktionen Karlsruhe anrufen können. Das ist das, was sozusagen im Sinn darüber kommt. Da nur das Bundesverfassungsgericht in 2016 ausgeurteilt hat, dass Oppositionsfraktionsrechte nicht existieren, orientieren Sie sich bei der Bemessung des Quorums an der Anzahl derjenigen Abgeordneten, die die Bundesregierung nicht tragen. Nun sind auch Oppositionsabgeordnete, meine Damen und Herren, kein Stimmvieh und unterliegen hoffentlich keinem Fraktionszwang. Insoweit stellt sich also die Frage, wie man feststellt, welcher Abgeordnete denn nun eigentlich die Regierung trägt und welcher nicht. Man müsste wahrscheinlich jeden Morgen, wenn man sich da einträgt mit der Unterschrift, gleichzeitig abfragen, tragen Sie die Bundesregierung ja oder nein, um das notwendige Quorum zu ermitteln. Schon deswegen, meine Damen und Herren, ist der Gesetzentwurf ablehnungswürdig. Drittens. Auch rechtssystematisch passt der Gesetzentwurf nicht. In nahezu allen Klageverfahren, die das deutsche Recht kennt, so auch die Klageverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, muss der Kläger eine Verletzung seiner eigenen subjektiven Rechte geltend machen. Nur dann hat er eine Klagebefugnis. Das gilt zum Beispiel für das Organstreitverfahren, das Bund-Länder-Streitverfahren und auch die Verfassungsbeschwerde. Anderes gilt in der Tat für die abstrakte Normenkontrolle, in der meines Wissens aber jedenfalls nicht Beschlüsse des Deutschen Bundestages angegangen werden können, sodass auch in dem Fall das Argument leider nicht zieht. Und viertens,
Schließlich würde Karlsruhe für alle Einsätze angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel die Linken gegen jegliche Auslandseinsätze sind, wahrscheinlich zu einer dauerhaften Instanz, Kontrollinstanz bei dieser Frage werden. Und ich halte schon jetzt die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichtes in unserer gelebten Verfassungswirklichkeit für ausgesprochen weitreichend. Und ich habe kein Bedürfnis, diese weitreichenden Kompetenzen noch weiter zulasten des Deutschen Bundestages, der übrigens das einzig direkt gewählte Verfassungsorgan in Deutschland ist, auszuweiten und zu verschieben. Und von den Auswirkungen auf die Bündnisfähigkeit unseres Landes will ich gar nicht erst sprechen. Wir würden als NATO-Partner, aber auch als Teilnehmer an UN-Einsätzen zu Recht nicht mehr ernst genommen werden. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht